Begrüßen Sie mit ein weiteres Mal mit einem herzlichen Applaus. Hier ist für Sie Thomas Spitzer. Ja, vielen Dank. Wenn euch meine Sachen gefallen, besucht auch meine Internetseite www.facebook.com oder kauft mein Buch. Das ist gut. Man kann viele schöne Sachen damit machen, zum Beispiel zwei davon kaufen und ein sehr primitives Memory spielen. Oder wenn der Tisch kippelt, kann man eins kaufen und runterstellen. Jedenfalls ist der folgende Text auch darin enthalten, wenn man ihn so wie ich vorher hineingelegt hat. Ich bin vor kurzem nach Köln gezogen. Alles für diese Reaktion. Ja, für mich war das ein großer Moment, ja, weil ich habe in Köln zum ersten Mal gemerkt, dass Menschen auch keine Arschlöcher sein können. Also ich habe davor in Bayern gewohnt, muss ich sagen. Und für mich ist Köln der Norden, ja. Also für mich ist Köln krass. Und ich habe in Köln noch nicht so viel anschauen können, was nicht daran liegt, dass Köln nichts zu bieten hat, sondern eher daran, dass ich am ersten Tag zu Kebabland gegangen bin, was einfach so der krasseste Kebabladen ist, den man sich vorstellen kann. Und ich will diesen Kebabladen im Folgenden besingen. Der Text heißt: Oh, wie schön ist Kebabland. Stellt euch einfach die Elbphilharmonie vor mit Fleisch. Als ich zum ersten Mal in Kebabland war, explodierte mein Gehirn. Meine Augen traten aus den Höhlen und gegen einen Mülleimer. Mein Herz begann zu flattern wie ein sehr kleines Huhn. Und meine Kinnlade fiel nach unten, wo sie am gekachelten Boden des Etablissements in tausend Teile zerbarst. Schmeckt's? Fragte die Bedienung. Ob es schmeckt? Fragte ich. Ob es schmeckt? Dieses Fleisch schmeckt so gut, dass ich meine Zähne heute Abend nicht putzen, sondern lutschen werde. Dieses Fleisch schmeckt so gut, wenn ich es an mein Ohr halte, kann ich die Weide hören. Dieses Fleisch schmeckt so gut, dass ich auf der Stelle einen Veganer anrufen möchte, um einfach nur zu lachen. Dieses Essen versetzt mich in meine Kindheit zurück, und damit meine ich nicht, denn ich nässe mein Bett und kapiere nicht, wieso Carla Kolumna heißt Teil meiner Kindheit, sondern den guten Teil, den mit den Jojos und der Pommes im Freibad und den 90er-Jahre-Filmen, die mein Bruder und ich heimlich in der Nacht schauten, mit Sprüchen wie: Es gibt nur zwei Menschen, denen ich traue. Der eine bin ich und der andere sind nicht sie. Ich will dieses Essen einpacken lassen, ihm Sprechen beibringen, nach Berlin ziehen, eine WG mit ihm gründen und drei Bücher darüber schreiben. Die Lammspieß-Chroniken, das Lammspieß-Manifest und die Lammspieß-Offenbarung. Sitze in der Küche, der Lammspieß kommt rein. Schuldest mir noch 5 Euro, sage ich. Der Lammspieß sagt: Das hier ist meine andere Stimme. Hast du noch eine Schnapspraline und alle so ein sprechender Lammspieß? Nein, das ist so herrlich absurd, ich kaufe alles. Es ist, als wären mein Mund und dieses Essen eineiige Zwillinge, die man kurz nach der Geburt getrennt hat, die sich jetzt wieder in die Arme fallen, um zu erkennen, dass sie ihre Zeit verschwendet haben, die aber merken, dass es gar nicht schlimm war, weil es ja eine Sache ist, zu sehen, dass man die Hälfte seines Lebens falsch gelebt hat und eine andere sich darüber zu freuen, dass man nur noch eine weitere Hälfte vor sich hat, in der man alles richtig machen kann. Die Frau schaut mich verdutzt an. Ich hielt inne. Auf einmal überkam mich ein ungutes Gefühl. Wer war sie? Eine Zauberin oder eine Zaubererin? Ich wollte den Begriff Hexe nicht benutzen, seitdem ich mit einer Freundin darüber geredet hatte, wie negativ besetzt er eigentlich war. Deshalb sprach ich immer von weiblichen Zauberinnen und männlichen Hexerichen. Aber im Ernst, wenn Kebab so schmecken konnte, was hatte ich dann all die Jahre zuvor gegessen? Es war, als würde mich der erste Besuch aus einem tiefen Traum reißen. All die Jahre hatte ich gedacht, Kebab-Essen sei wie Sex, glitschig, nach 5 Minuten vorbei, und im Alter zahlt man einen hohen Preis dafür. Nur für den Rentner. Hochwertiger Kebab war für mich eine Fiktion gewesen, wie kluge Ossis oder hübsche Lesben. Ich habe den letztens in Köln vorgelesen, dann ist so eine Lesbe aufgestanden und hat so gemacht. Und ich bin erst so zusammengezuckt, weil ich dachte, es sei ein Horrorclown. Aber dieses Essen schmeckt so fantastisch, dass ich selbst homosexuell werden will, um die ganze Zeit "Oh mein Gott" zu sagen.
Dieses Essen könnte AfD-Wähler heilen und Comedy wieder lustig machen. Dieses Essen schmeckt so gut, dass ich nachher aufs Klo rennen, meine Hinterlassenschaften fotografieren, auf Instagram posten und darunter schreiben möchte. Hashtag Poopon, Hashtag Health Choices, Hashtag Yummy, Hashtag Live La Vida Adana, Hashtag ganz viele Sachen ganz schnell sagen, was irgendjemand im Publikum sagt. Buh, buh, buh. Ihr seid nicht so schlau. Seitdem ich Kebabland kenne, ist meine Lieblingsfarbe lila. Seitdem ich Kebabland kenne, ist mein Lieblingsfilm Das Schweigen der Lämmer. Und meine Lieblingssprache Türkisch. Ich habe tatsächlich angefangen, das zu lernen. Inzwischen kann ich schon Merhaba und Adim Eşekülar Şadaba Hadaba, was so viel heißt wie ich heiße Eşekülar Şadaba Hadaba. Ich erzähle all meinen Freunden von Kebabland. Meine Beschreibungen sind so detailliert, dass sie denken, das sei ein Erlebnispark, wo man die Kebabrutsche fahren, sich einen Plüschkebab kaufen und ein Foto im Schloss von Prinzessin Adana machen kann. Anders können sie sich meine blumigen Ausschweifungen nicht erklären. Und sie lachen mich aus oder an, aber mir ist das egal. Scheiß drauf, denke ich. Für gutes Entertainment wird immer irgendwo gelitten. Ich weiß, was ich in Kebabland habe und Kebabland weiß, was es an mir hat. Dieser Lammspieß ist Poesie. Vielen Dank. Thomas Spitzer.